230.000 Leserinnen und Leser der Zeitschrift ADAC Motorwelt haben entschieden. Am Donnerstag verlieh der Automobilclub zum 7. Mal den Preis Gelber Engel. Insgesamt 5 Preise überreichte Verkehrsminister Dr. Peter Ramsauer in verschiedenen Kategorien. Qualität, Innovation und Umwelt, Auto der Zukunft, das beliebteste Auto der Deutschen, Persönlichkeit. Die Bedeutung des Preises beschreibt ADAC-Präsident Peter Mayer. Es ist so, dass es im Moment der wirklich wichtigste Preis für die Automobilindustrie ist. Und Sie sehen eigentlich auch an unseren Gästen, wer kommt. Es fehlt kein Vorstandsvorsitzender, es fehlt kein Geschäftsführer eines deutschen Herstellers, eines Importeurs. Das zeichnet den Preis aus und das zeichnet auch den besonderen Tag aus. Toyota schreibt Geschichte bei der Verleihung des Gelben Engels. In der zum ersten Mal ausgeschriebenen Kategorie Auto der Zukunft setzte sich der japanische Importeur auf Anhieb mit der Modellreihe Auris durch. Nachhaltig und zukunftsfähig, so definierte ADAC-Testleiter Markus Sippel im Vorfeld die Eigenschaften für den zukünftigen Preisträger. Den bedeutenden Preis nahm Toyota-Europachef Didier Leroy persönlich aus den Händen von Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer entgegen und kommentierte den wichtigen Preis entsprechend. Wir sind so stolz. Es ist eine große Ehre, den allerersten Preis für das Auto der Zukunft zu bekommen. Besonders, weil es ein Auto ist, das es schon für die Kunden zu kaufen gibt. Der Auris reflektiert jetzt schon die Zukunft der umweltfreundlichen Mobilität. Wir haben jetzt schon über 3 Millionen Hybridfahrzeuge auf den Straßen. Wir haben also schon viel Erfahrung. Aber wir verbessern diese Technologie täglich. Der Auris Hybrid zeigt, dass die Hybrid-Technologie heute schon fest in die Modellpalette von Toyota integriert ist, was toll ist. Die Bedeutung des Gelben Engels für den deutschen Markt kommentierte Ulrich Selzer, Chef von Toyota Deutschland. Ja, es ist eine große Verpflichtung für die Zukunft, vor allem ist ja das Ergebnis der vergangenen Arbeit und die Verpflichtung ist eigentlich im nächsten Jahr wieder hier zu stehen. Dass ein Toyota die Auszeichnung Auto der Zukunft erhält, bestätigt die Strategie des japanischen Herstellers, konsequent den Ausbau des Hybridantriebs zu betreiben. Derzeit bieten Toyota und Lexus 6 Fahrzeuge mit Hybridantrieb auf dem deutschen Markt an.